Mit einem sicheren Transport ist es wie mit dem Erfolg. Beide haben viele Väter. Denn die Transportsicherheit liegt nicht in der Verantwortung eines Einzelnen, etwa beispielsweise des Fahrers. Für den sicheren Transport gibt es ein komplexes Geflecht aus Verantwortlichkeiten des Absenders und des Frachtführers im zivilrechtlichen Bereich und im öffentlichen Recht des Verladers, des Fahrers und des Fahrzeughalters. Verschiedene Vorschriften gilt es dabei zu beachten. Da ist zum Beispiel der Paragraph 412 des Handelsgesetzbuches oder es sind die Paragraphen 22, 23, 30 und 31 der Straßenverkehrsordnung. Als Richtlinie für die technische Auslegung der Ladungssicherung ist die VDI 2700 und folgende maßgebend, ebenso die VDI 3968, außerdem die CTU-Pack-Richtlinie. Verschiedene DIN-Normen regeln die Auslegung und Dimensionierung von Zurrpunkten und Zurrgurten sowie die Berechnung von Zurrkräften. In der täglichen Praxis bedarf es eines kühlen, nüchternen und klugen Verstandes, um dieses Geflecht aus Richtlinien, Vorschriften und Verantwortlichkeiten zu durchschauen und sinnvoll anzuwenden. Doch es ist die Mühe wert, und zwar nicht nur, um Bußgelder zu vermeiden. Denn bei allem, was man tut, muss ganz vorn anstehen, selber heil und sicher anzukommen, andere nicht zu gefährden oder zu verletzen, aber auch die Ware unversehrt ans Ziel zu bringen. Die zu berücksichtigenden Kräfte und bewährte Methoden zur Ladungssicherung werden in den VDI-Richtlinien 2700 beschrieben. Die VDI 2700 gilt als das Standardwerk für die Ladungssicherung. Eine sachgerechte Ladungssicherung für verkehrsübliche Bedingungen macht gemäß VDI-Richtlinie die Beherrschung folgender Kräfte erforderlich. 0,8 G in Fahrtrichtung, 0,5 G nach hinten und ebenfalls 0,5 G zu den Seiten. Dabei ist 1 G die Gewichtskraft der Ladung. Soll die Ladung auf Seeschiffen befördert werden, gelten international andere Kräfte. Nach vorne und nach hinten müssen hier maximal 0,4 G berücksichtigt werden, zur Seite jedoch bis zu 0,8 G. Dies gilt für weltweite Fahrt. Auf dem Binnenmeer-Ostsee beispielsweise gelten geringere Anforderungen. Hier sind nach vorne und hinten 0,3 G zu berücksichtigen, zur Seite 0,5 G. Wieder andere Regeln gelten beim Bahntransport, wenn Container oder Sattelauflieger auf Eisenbahnwaggons verladen werden. Seitwärts sind hier zwar ebenfalls nur 0,5 G gefordert, aber vorwärts und rückwärts muss die Ladungssicherung 1 G aufnehmen können. Das hat seinen Grund in der hohen Beanspruchung, zum Beispiel beim Rangieren der Waggons mit erheblichen Stoßbelastungen. Zu beachten ist hier auch, dass die Aufbausicherheit der Sattelanhänger für die im beschleunigten Güterverkehr üblichen Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h zertifiziert ist. Erkennbar ist dies am Aufkleber Code XL des Aufliegers. Die Spedition Bode transportiert Papier in sehr unterschiedlichen Formen. Kopierpapier wie dieses hier ist auf Paletten gepackt und mit Schrumpffolie umwickelt. Palette, Folie, das klingt nach Formschluss, also rutschhemmende Matten, aber keine Gurte. Könnte man denken, oder? Nun, was ist denn, wenn Teile der Ladung Formschluss nur nach vorne, aber nicht nach links und rechts bekommen? Dann reichen rutschhemmende Matten alleine nicht aus. Diese einzeln stehenden Paletten müssen niedergezurrt werden, um ein seitliches Verrutschen zu verhindern. Kantenschoner sorgen für den Schutz der Papierkartons und für eine bessere Gurtkraftverteilung. Und natürlich muss das Niederzurren mit Gefühl erfolgen, um eine Beschädigung der Papierkartons zu vermeiden. Die Papierverladung ist vielfältig. Neben dem vorher gezeigten Format Papier sind es in erster Linie große Papierrollen, die das Frachtaufkommen bestimmen. Die Papierverladung geschieht in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren. Dies sind Rollendurchmesser, Rollenbreite, Rollengewicht und gegebenenfalls weitere Ladungskomponenten.
Nachfolgend zeigen wir die stehende, formschlüssige Verladung kleiner, gestapelter Rollen mittig im Fahrzeug hintereinander angeordnet. Die erste, untere Rolle wird am Fahrzeugheck auf den abgesenkten Yoloda-Rollern mittig abgestellt. Eine Zwischenlage aus drei rutschhemmenden Matten macht die Verbindung der beiden Rollen rutschsicher. Mit dem Yoloda-Roller wird der Rollenstapel nun formschlüssig gegen einen Sicherungskeil geschoben. Vor dem Absenken der Roller sind noch beidseitig rutschhemmende Unterlagen unter die Papierrollen zu legen. Zur Sicherung bekommt dieses erste Rollenpaar zwei kreuzförmig gelegte Spanngurte. Und auch die nachfolgenden Rollenpaare werden mit Spanngurten und Bokas-Kantenschutz gesichert. Ein zweiter Sicherungskeil stellt auch rückwärtig Formschluss her. Die Sicherungskeile fixieren die Rollenpärchen in beide Längsrichtungen. Die Gurte sorgen für Sicherheit gegen Kippen und, in Verbindung mit den rutschhemmenden Unterlagen, auch gegen Verrutschen quer zum Fahrzeug. Lübeck, Schlutupkai. Hier ist eines von Lübecks Papierterminals. Erinnern wir uns an das vorherige Kapitel. Die Verladung von Rollenpapier geschieht immer in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren. Diese sind: gegebenenfalls weitere Ladungskomponenten, Rollengewicht, Rollendurchmesser und Rollenbreite. Die Standfestigkeit der Papierrollen ist stets kritisch zu betrachten. Hohe Papierrollen mit kleinem Durchmesser neigen mehr zum Kippen. Solche Rollen sind, wenn möglich, liegend zu transportieren. Und wie das geht, das sehen wir uns jetzt einmal an. Bevor die Rolle auf den Wagen kommt, sollte die Ladefläche einen kritischen Blick ertragen müssen. Ist alles sauber, trocken und frei von vorstehenden Teilen? Sind die Lochleisten sauber und gut zugänglich? Dann wird die Beladung vorbereitet. Unterlegkeile werden an den vorgesehenen Positionen in die Lochleisten eingesetzt. Rutschhemmende Unterlagen kommen zusätzlich auf den Wagenboden, dort, wo später die Papierrolle liegen wird. Die Spanngurte werden auf der Ladungsrückseite eingehängt und bis zu einem höheren Seitenbrett abgerollt, um sie später besser und schneller greifen zu können. Eine Papierrolle wie diese wiegt etwa 5 Tonnen. Sie hat einen Durchmesser von 1,25 Meter bei einer Breite von 3,20 Meter. Damit scheidet ein stehender Transport aus. Rollen wie diese müssen also liegend transportiert werden. Wie bei anderen Ladegütern macht es auch hier Sinn, die erste Rolle formschlüssig an die Stirnwand zu bringen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sollen bei dieser Fracht 4 Rollen auf die Ladefläche. Das passt nur, wenn man ganz vorne anfängt. Zum zweiten muss die Ladung gleichmäßig auf der Ladefläche verteilt werden, um den Auflieger nicht punktuell zu überladen. Und zum dritten ist die Stirnwand bei den Bodeaufliegern so stabil, dass sie die auftretenden Kräfte in Verbindung mit kraftschlüssiger Sicherung locker aufnimmt. Nach dem Absetzen der Rolle werden die Keile an die Papierrolle herangezogen, damit diese bei der weiteren Beladung gegen seitliches Wegrollen gesichert ist. Erst dann darf der Gabelstapler die Rolle endgültig freigeben. Der Laderaum rechts neben den Papierrollen wird im weiteren Verlauf der Beladung schwerer zugänglich sein. Daher ist es sinnvoll,
alle erforderlichen Spanngurte vorzubereiten und die vorbereiteten Gurtenden gleich nach der Beladung über die jeweilige Papierrolle nach vorne zu werfen. Den weiteren Verlauf der Beladung zeigen wir verkürzt, weil die einzelnen Vorgänge sich gleichen. Ganz wichtig ist auch hier die formschlüssige Verladung hintereinander. So können sich die Papierrollen bei allen Fahrmanövern in Längsrichtung gegenseitig abstützen. Reicht der Platz auf der Ladefläche aus, so können die Papierrollen unter Beachtung von maximalen Achslasten auch liegend nebeneinander verladen werden. Mittig stützen sich die Papierrollen gegenseitig. Außen rechts und links verhindern jeweils zwei Keile das Wegrollen. Und natürlich liegen auch hier rutschhemmende Matten unter der Ladung. Zwei Spanngurte sorgen bei diesem Rollenpärchen für die erforderlichen Zugkräfte. Damit wäre der DIN 2700 eigentlich Genüge getan. Doch bei der Spedition Bode reicht das noch nicht. Da die Papierrollen wegen ihrer Breite nicht direkt vor die Stirnwand können, werden sie mit einer kräftigen Holzbohle und vier Sicherungskeilen formschlüssig nach vorne abgestützt. Was für ein Aufwand, werden Sie vielleicht sagen. Rutschhemmende Matten, Zurrgurte, Kantenschoner, ist das alles wirklich erforderlich? Und wie soll das eigentlich gehen, dass sich tonnenschwere Papierrollen selbstständig machen? Es geht, denn schließlich wirkt auch auf dem LKW die pure Physik. Massenkräfte machen auch vor Parkettboden oder einer Papierrolle nicht Halt. Ob Kurvenfahrt oder Bremsen, Papierrollen verhalten sich so, wie man es befürchten muss. Sie fallen herunter, wenn sie nicht gesichert sind. Aber auch beim Sichern kann vieles falsch gemacht werden. Werden beispielsweise keine oder ungeeignete Kantenschoner eingesetzt, so wird die Papierrolle beschädigt und ist dann nicht mehr in den heute üblichen, schnell arbeitenden Druckmaschinen einsetzbar. Dann hat man zwar gesichert, liefert aber trotzdem einen Totalschaden an. Der von der Spedition Bode eingesetzte Kantenschutz Bokas dagegen hat sich in der Praxis, aber auch in einem speziell dafür durchgeführten Test, bestens bewährt. Bei einem vergleichsweise eingesetzten anderen Modell musste die Versuchsleitung den Test abbrechen, weil sich an der Papierrollenkante erste Verformungen bereits bei 175 Dekanewton zeigten. Der Bokas jedoch konnte bis 535 Dekanewton angezogen werden, ohne dass es zu Beschädigungen kam. Der Bokas ist eine Bode-Eigenentwicklung und Gebrauchsmuster geschützt. Wie gut eine gute Ladungssicherung sein kann, davon konnte sich die Spedition Ende November 2007 unfreiwillig selber überzeugen. Ein keineswegs beabsichtigter Ausflug auf den Acker neben der Autobahn beanspruchte Technik und Ladungssicherung bis zum Äußersten. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Und auch die Papierladung überstand diesen Unfall so unbeschadet, dass die Rollen unversehrt und sogar termingerecht beim Empfänger abgeliefert werden konnten. Wir haben gesehen,